Institut Englische Anleihen Germany, AOG. Themen aus der Uni. Thema 8. Perfektionsprozess. Die Frage Reinkarnation oder aufsteigende Methode. Teil 3. Absteigende Kurve im Prozess der seelischen Vollkommenheit. In den Lehren der Universität des Perfektionsprozesses von Meister Elahi besteht die Seele eines jeden Menschen aus zwei Hauptteilen. Die menschliche oder bascharische Seele, die selbst durch einen langen und komplexen Prozess die mineralische, pflanzliche und tierische Phase hinter sich gelassen hat und zusammen mit genetischen Einflüssen und einigen der 7 Schöpfungsfaktoren ein intellektuelles magnetisches Feld gebildet hat, der imstande ist, einen menschlichen physischen Körper aus chromosomalen Informationen zu rekonstruieren und sein biochemisches Leben zu sichern. Andererseits wird ein außergewöhnliches Phänomen, das als himmlische Seele bezeichnet wird und für Denken und Kreativität zuständig ist, direkt von Gott erschaffen. Diese Seele steht aufgrund der Existenz eines Teilchens, das als göttliches Teilchen bezeichnet wird, unter einer dauerhaften Verbindung mit dem Ursprung der Schöpfung. Wann immer diese Seele ein irdisches Leben erfahren soll, wird entsprechend der Daten ihres Karma-Systems eine der bascharischen, also menschlichen Seelen, die auf der Erde gebildet ist, für sie reserviert. Die jenseits himmlische Seele weiß, welche menschliche Seele ihm gehört. Diese bascharische, also menschliche Seele, erzeugt zusammen mit anderen Effekten während der Befruchtungsphase unverzüglich einen Körper. Dieser Körper, der sich im Mutterleib befindet, wird von derselben himmlischen Seele gestützt, der bis zum Ende der Schwangerschaft im Jenseits bleiben muss. Im Moment der Geburt verschmilzt die himmlische Seele mit der bascharischen Seele dieses Neugeborenen und sie werden zusammen durch einen komplexen Dominanzvorgang ein wahres Selbst bilden. Dieser Prozess wird mit dem ersten Schrei des Babys bestätigt und abgeschlossen. Wir werden die Dominanzvorgänge in zukünftigen Artikeln diskutieren. Der gegenwärtige Zweck besteht darin, die Inhalte der Lehren von Meister Elahi auf eine völlig einfache Weise darzustellen, sodass die Grundlage des Mechanismus für alle verständlich ist. Da die himmlische Seele aus dem Ursprung der Schöpfung erschaffen wurde und aufgrund der Tatsache, dass der Planet Erde sich in Bezug auf Entfernung zum Ursprung des Daseins auf einem niedrigen Niveau befindet, nannte Meister Elahi diesen oben kurz diskutierten Dominanzvorgang absteigender Verlauf der Seele oder einfach absteigende Kurve. Aufsteigende Kurve im Prozess der seelischen Vollkommenheit. Die himmlische Seele ist jedoch durch die menschliche Seele mit dem physischen Körper auf der materiellen Welt verbunden. Dies bedeutet, dass die Phase der absteigenden Kurve abgelaufen ist. Aber dieser absteigende Kurs muss einen besonderen Grund haben, sonst hätte eine vergebliche Handlung stattgefunden und für diejenigen, die an einen vollkommenen Gott glauben, sowie für rationale und vernünftige Menschen ist es nicht denkbar, dass Gott absurde Handlungen durchführt. Mit einer eingehenden Studie in den Lehren des Meisters stellen wir fest, dass der Grund für die Bildung eines Systems, das aus einer bascharischen, also menschlichen, und einer himmlischen Seele, nämlich wahres Selbst, plus einen physischen Körper besteht, an der Tatsache liegt, dass jeder von diesen Komponenten bestimmte Aufgaben hat. Der Körper ist dafür verantwortlich,
die Informationen aus der Umgebung, die durch Sinnesorgane empfangen werden, an das wahre Selbst zu senden und die Anweisungen des wahren Selbst zu empfangen. Die bascharische Seele ist für instinktive Handlungen verantwortlich. Im Allgemeinen ist sie für biologische Aktivitäten des Körpers zuständig. Die himmlische Seele ist der wesentliche Teil des Systems. Ihr wird Denken und Kreativität zugeschrieben und sie ist diejenige, die den Perfektionsprozess durchführen muss. Man muss darauf achten, dass die bascharische Seele und ihr Körper zusammen ein primäres System bilden, das ohne himmlische Seele weiterleben kann, während eine himmlische Seele niemals ohne dieses System auf der Erde biologische Leben haben kann. Daher besteht der Sinn der Sache darin, dass die himmlische Seele durch die Verbindung mit diesem System ein wesentlich umfangreicheres System bildet, das ihr die Möglichkeit gibt, sich dadurch mit irdischen Ereignissen vertraut zu machen und damit die Vollendung ihrer Perfektion zu ermöglichen. In diesem Zusammenhang sollte daran erinnert werden, dass es möglich ist, dass den einigen relativ fortgeschrittenen Seelen erlaubt wird, den Rest des Perfektionsprozesses im Jenseits zu vollenden. Obwohl der Prozess der seelischen Vollkommenheit immer mit kleinen Fort- und Rückschritten verbunden ist, läuft es aber dennoch im Allgemeinen in Richtung der Perfektion der Seele. Dieser Prozess wird jedoch als aufsteigender Verlauf der Seele bezeichnet. Da er in so einem niederwertigen Ort wie dem Planeten Erde beginnt, und zum unglaublich hochwertigen Ort wie dem Ursprung der Schöpfung führt. Ein weiterer Grund, warum Meister Elahi diesen Prozess als aufsteigenden Prozess bezeichnet hat, ist, dass diese Seele nicht zu ihrer vorherigen Phase zurückkehren darf. Die einzige Ausnahme ist in sehr seltenen Fällen, in denen eine sehr fehlerhafte Seele, also ein fehlerhaftes wahres Selbst, vorübergehend mit der Leiche einer Pflanze oder eines Tieres verbunden wird. Dies führt zur Beseitigung der seelischen Fehler und somit zum Fortschritt und Aufstieg der Seele, weil diese Strafe einen pädagogischen Aspekt hat. Ein weiteres wichtiges Thema in dieser Hinsicht ist, dass die vier Hauptseelengruppen, nämlich mineralische, pflanzliche, tierische und bascharische Seele, niemals in ihre untergeordneten Stufen und Phasen zurückkehren. Zum Beispiel wird die Seele einer Pflanze nach dem Tod niemals in die mineralische Phase zurückkehren, sondern entweder in derselben Phase in eine erfahrenere und mächtigere seelische Gruppe eintreten oder wenn sie sich in der Endstufe der pflanzlichen Phase befindet, wird sie in eine Gruppe eintreten, welches die nächste Generation eines primitiven Tieres erzeugen soll. Ebenso wird eine bascharische, also menschliche Seele, die aus einer Reihe von homologen und analogen perfekten tierischen Seelen und einiger der Auswirkungen der sieben Schöpfungsfaktoren besteht, nicht in die tierische Phase fallen, da wissenschaftlich gesehen ein starkes Magnetfeld nicht von einem schwachen Magnetfeld angezogen wird. Es kann jedoch davon beeinträchtigt werden. Wendepunkt. In der menschlichen Phase, die als fünfte Phase angesehen wird, macht die Seele im Umgang mit den Schwierigkeiten und Prüfungen ihres irdischen Lebens oft Fehler und tritt somit den falschen Weg ein, worauf das Karma-System reagiert, welches folglich ein vorübergehender Rückschritt sein kann. Einige dieser Menschen sind in ihren verschiedenen irdischen Leben so zurückgeblieben, dass sie alle Möglichkeiten und Privilegien verloren haben, die normalerweise alle Menschen in ihrem Leben auf der Erde haben und somit sind sie in eine äußerst schwierige Situation geraten. Nur in einer solchen kritischen Situation werden viele dieser gefallenen Seelen feststellen, dass sie fast alles verloren haben, die Zeit vergeudet haben und die Zeit fast abgelaufen ist.
In dieser Situation wollen fast alle diese Menschen von ganzem Herzen die Richtung ihres Lebens ändern. Dieser starke Wille bewegt die unerschütterliche Hilfe Gottes. Dieser Niedergangspunkt, an dem jedem Menschen seine gefährliche Situation bewusst wird und deswegen beschließt, die Lebensrichtung zum Aufstiegspfad zu ändern, wird als Wendepunkt bezeichnet. Mit diesen kurzen Erklärungen können wir leicht erkennen, dass was die Lehren von Meister Elahi über die Vollkommenheit der Seele uns anbieten, völlig anders ist als die Reinkarnationstheorie oder ähnliche Thesen. Und während dies nicht die üblichen Mängel der Reinkarnation aufweist, ist es in der Lage, logisch, vernünftig und wissenschaftlich alle Stufen der seelischen Vollkommenheit zu beschreiben. Ende Teil 3. Recherche und Studie Faramals Tabesh. Quelle: Das Buch Erkenntnis der Seele von Ustad Elahi.